Hallo und willkommen zurück zur 11. Folge von Let's Play Prey. Letzte Folge haben wir ein paar Geschütze zusammen gebastelt und hier irgendwas gemacht, geöffnet, ja, weil wir jetzt irgendwas suchen müssen. Ah, stimmt, wir müssen irgendwelche Zugangsdaten, nicht Zugangsdaten, Boah, was müssen wir denn hier holen? Lebenserhaltung, ach ja. Ich bin gerade im Frachtraum. Achso, ich bin durch den Frachtraum zur Lebenserhaltung, I see. I see. Oder wie sieht das jetzt aus? Wie mache ich die Tür auf? Ah, hier. Hier wartet doch hier irgendwas Großes. Warte mal, kann ich ja gleich mal meine neue Fähigkeit hier ausprobieren. Muss mal austesten. Ach, ich ahme diesen einen Typen nach. Oh, cool. That's nice. Dann packen wir deshalb nochmal auf die Schrotti. Auf die Lebenserhaltung. Mika, weiß nicht, ob die... Wir Transcribe haben. Morgan ist auf dem Weg zu Ihnen. Ich warne Sie nur vor, damit niemand aus Versehen auf ihn schießt. Oder mit Absicht. Morgan? Was, ich auf der Erde? Mikaela, ich habe nicht auf Ihr Transcribe geachtet. Wie sind Sie hierher gekommen? Ich dachte, Sie wären... Egal. Luftschleusen und Aufzüge sind dicht. Wie meine Lunge. Paraplexie. Sehe jetzt schon Punkte. Sie hatten recht. Selbst wenn ich die Spritzen aus meinem Büro hätte. Aber ich kann uns hier rausbringen. Starten Sie den Reaktor neu und umgehen Sie so die Sperre. Verrückt. Ich weiß, aber ich kann Sie anleiten. Okay. Ich würde ja selbst, aber... Kommen Sie einfach. Ja. Kann ich machen. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Oh, passt auf, was wir jetzt machen. Könntest du fähigerweise reparieren? Kann ich. Naja, ist natürlich das Thermalphantom hier. Aber das ist seine eigene Waffe, bringt wahrscheinlich nichts. Was hat er denn dabei gehabt? Aha! So komme ich da durch. Kannst du gucken, wo es dahin geht hier? Noch ein Thermalphantom.
die anderen auf der Station. Ich muss den Dicky töten. Was für eine Verschwendung. Ich schätze, diese Sarkophag wird ewig um den Lagrange-Punkt treiben. Ohne genaues Wissen über die Masse der Talos 1 kann ich mir aber nicht sicher sein. Wie wird die Erde aussehen, wenn man... Okay. Aus dem Wiedereintritt auf sie fällt. Okay, auf kriege ich sie nicht. Geil. Wie viele haben wir jetzt? 2. Leise sein, das könnte sich sogar manchmal noch helfen. Oh ja, Doppelgänger. Das ist gut. Atmosphere Control. Ja, ich bin hitzeresistent, du kleiner. Oh wow. Hi. Ah. Au. Bleib liegen. Sie könnten alles sein. Oder jeder. Ah, Poltergeist. Das ist wie ein böser Traum. Morgen. Morgen. Wo bist du, Poltergeist? Okay, warte mal, Programme. Immer einen freien Lauf aller Lüfte zu starten, die Kontamination sicherstellen. Scheiß Poltergeist. Beantrage neuen Operator. Medizinoperator. Medizinoperator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Diagnostiziert blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Oh, schön. Alles wieder gut. Füllen Sie bitte einen Patientenfragebogen aus, damit ich Ihnen beim nächsten Mal besser helfen kann. Oh, gerne. Okay, wir können ja nochmal so gut gucken. Vielleicht hat er sich ja noch wieder verzogen, aber ich glaube nicht. Jetzt muss ich direkt meine Gedankenkontrolle transportieren. Oh Leute, war das schon immer hier? So, lass mich mal ganz kurz hier einmal draufhauen. Oh wow. Der hatte viel. So viele Recycler-Ladungen immer. Aber danke, kann ich gut gebrauchen.
Und hinsitzen kann ich nicht, ne? Diese Fluchtkapsel weist derzeit eine Fehlfunktion auf. Techniker benachrichtigt. Bitte verwenden Sie eine andere. Ah, ja, I see. Deswegen werde ich keine einzige benutzen können, wetten. Diese Fluchtkapsel weist derzeit eine Fehlfunktion auf. Techniker benachrichtigt. Bitte verwenden Sie eine andere. Können wir Reparatur 3 machen? Okay, ja, das heißt, wir müssen zurück. Was ist hier? Können wir hacken? Ja, können wir. Alles mit. Da waren 3 Neuromods. Oh, hätte ich die jetzt nicht benutzt gehabt. Ich bin so ein Idiot. Naja, egal. So, hier war das Problem, der ist hinter der Tür und die Tür geht nicht auf. Hebekraft 3. Wie kriege ich Hebekraft 3? Und wie viel? Ich glaube auch 8 oder so, ne? 6 Stück. Oh, wir hätten die gerade gehabt. Warte. Ich mach was. Spiel laden. Da habe ich die noch nicht benutzt, ne? Da habe ich die noch nicht benutzt, oder? Wir brechen die Tür auf. Ja! Okay, Leute. Wir machen Big Brain. Big Brain Move. Ja, ganz Big Brain Move. Ganz, ganz Big Brain Move. Wir upgraden hier nicht unsere Absorption, sondern wir upgraden unsere Hebekraft und brechen einfach die Tür auf. So ersparen wir uns das ganze Zeug. So machen wir das. Ich hoffe, da sind jetzt noch neue Omods drin. Rauf, wir brauchen die Euromods, wo sind sie? Alles mitnehmen. Und jetzt upgraden wir auf Hebekraft 3, passt auf. Wir brechen die Tür auf, kämpfen gegen ihn und schon haben wir unser Problem gelöst. Los geht's. Hi, okay, erstmal neutralisieren wir deine Fähigkeiten, ja? Bin ich auch mit einverstanden. So, dann. Machen wir erstmal einen Doppelgänger von mir. Den du erstmal beschäftigt bist und dann nochmal deine Gedanken kontrollieren. Tun dann erstmal eine. Deswegen einen Kuhstrahl auf dich draufballern. Wenn der Alarm würde. Und dann erstmal noch ein bisschen mit der Schrotti auf dich drauf schießen. Und dann mit der Schallgelenkpistole. Bleib stehen, Alter. Machen dann erstmal noch einen Psychischock. Machen dann noch eine schicke Thermalbombe. Und schlussendlich töten wir ihn. Nur wenn Transmitter auch nicht, sind auch ganz gut. Ich weiß, sie waren nicht oft am Reaktor, haben sich immer in ihre Werkstatt zurückgezogen. Aber ich kann sie über ihr Armband verfolgen und von hier aus führen. Okay. Ach du Wir haben noch eine Recyclerleitung, ne? Was kriege ich die da reingeschmissen? Oh, weg sind sie.
Oh, hi. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Das hacken wir einfach mal. Beim Reaktor. Programme, Bereichskarte. Bereichskarte herunterladen, das wäre schön, ja. Dankeschön. Beantrage neuen Operator. Ah ja. Bin mal gespannt auf den Reaktor. Oh wow, der Mimik ist aggressiv. Aggressives Spiel. Systemalarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie den Techniker. Bitteschön. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Ich repariere das. Fertig. Danke. Powerplay. Au. 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 Ja, ich wundere mich, warum der Reaktor nicht mehr läuft. Okay. Ach du Scheiße, sind das viele. Hey, ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass sie letztens ein Leck recht eigenwillig gestopft haben. Ach ja? War es ein Schleimervogel namens Krasikov? Möglich. Ist da was dran? Wenn ja, krieg ich dann den Hintern versohlt? Nö. Schlimmer. Ins Aalbecken. Autsch. Nee, das ist... Ja, also habe ich mir eine Glue von den Jungs aus dem Maschinenlabor geliehen. War okay. Genial. Aber achten Sie nächstes Mal lieber drauf, dass wir genug Ersatzauflage haben. Alles klar, Boss. Der ist weg. Morgen. Oh, hi. Systemalarm. Reparaturbedarf. Ich dachte, ich würde sterben. Naja, früher als ich dachte, dass ich sterbe. Okay. Wo ist dieses Ding hergekommen? War das Toni? Wie es mich angeschaut hat. Ich würde ja. Augenblick, bitte mal kurz nicht reden. Dankeschön. Ich wollte doch irgendwas noch hochleveln. Ach ja, 8 brauche ich dafür, so 2 Stück noch. Aufstehen. Aber meine Beine. Und meine Lunge. Und mein Nervensystem. Paraplexie, schon vergessen? Sie haben mich gewarnt. Die Spritzen sind in meinem Büro. Da komme ich nicht rein. Aber der Aufzug. Ich meinte das vorhin ernst. Wir können die Sperre umgehen. Im Reaktorkontrollraum. Gibt es eine Schalltafel, um alle... Also, Alter, die herunterzufahren. Okay. Die ganze Station. Der Computer wird motzen. Tun Sie es einfach. Und dann beten Sie, dass alles wieder hochfährt. Es sollte. Es wird. Sie erinnern sich nicht an Sie. Aber Michaela erinnert sich an Sie. Sie hat ihren Zustand verborgen, um auf der Talos 1 zu arbeiten. Als wir es herausfanden, hätte sie zur Erde zurückgeschickt werden sollen. Aber sie machten eine Ausnahme. Ich weiß nicht, ob sie dadurch verantwortlich sind. Ohne ihre Medizin wird sie nicht lang durchhalten. Es liegt an ihnen, ihr zu helfen. Das ist also der Reaktor. Interesting. Fehlfunktion, ne? Lass uns. Ah, fuck, wir haben nicht genug. Dingens, nicht genug Ersatzteile. Aber wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Ich denke auch schon mal, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut und ciao. Bis zur nächsten Folge.